viele Frauen ihre Männer und Partner dazu nutzen, um nicht großartig sein zu dürfen, um Dinge nicht machen zu dürfen. Ja, was habe ich euch zu sagen und wer bin ich? Mein Name ist Patricia Dender und ich bin die Begründerin der Divine Design Reise und ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, wie du hier in diesem Leben funktionierst und wie du alles aus dir heraus kreierst. Wie viele Frauen wirklich ihre Partner dahernehmen, um zu begründen, ich würde ja, aber ich kann nicht. Ich würde ja so viel anders machen in meinem Leben. Ich würde ja so viele Reisen machen. Ich hätte ja viel mehr Zeit für mich, aber ich kann nicht. Weil da ist ja mein Partner, der verhindert es. Der ist schuld. Und wenn ihr wirklich mal ehrlich mit euch seid, es liegt nicht an eurem Partner. Euer Partner ist derjenige, den ihr als Ausrede benutzt, damit ihr nicht in die Puschen kommen müsst. Euer Partner ist die Ausrede dafür, dass ihr euch weiter verstecken könnt. Dafür, dass ihr euch nicht zeigen könnt, müsst dieser Welt, so wie ihr wirklich seid, so wie es euch entspricht. Und das finde ich wirklich so ein wichtiges Thema, weil Frauen, und ich nehme mich nicht aus, ich war auch eine davon, sich zu verstecken hinter Pflichten, sich zu verstecken hinter, es ist ja nicht möglich, weil mein Mann will das nicht oder ich habe keine Zeit, weil ich so viel im Haushalt zu tun habe und so weiter und so fort. Ich möchte euch mit diesem Video ein bisschen anregen, drüber nachzudenken, ob ihr das tut. Ob ihr wirklich das tut, was ihr wollt. Ob ihr für eure Träume einsteht, ob ihr bereit seid zu wissen, wie viel Macht, wie viel Power und wie viel Einfluss ihr habt auf euer ganzes Leben. Euer Partner, euer Ehemann zeigt euch nur die Beschränkungen, die du dir selber auferlegst. Dein Partner, dein Ehemann ist dein Pushed Out. Dein Partner, dein Ehemann ist genau derjenige, den du in ihm siehst. Und du hast aus ihm eine Beschränkung gemacht. Du hast aus ihm deinen Beschränker gemacht. Und vielleicht siehst du in deinem Beschränker auch deinen Beschützer. Weil wenn du nicht raus musst aus deinem Bekannten, wenn du nicht raus musst aus deinen Blockaden, wenn du nicht raus musst aus deinen Ängsten, dann ist er doch dienlich als dein Einschränker. Und ich höre das so oft bei Frauen. Und für viele scheint es dann der einzige Weg zu sein, sich zu trennen von dem Partner. Aber du musst dich nicht von deinem Partner trennen. Weil du hast deinen Partner erschaffen. Du hast ihm diese Ansichten übergestülpt. Du hast ihn zu diesem engstirnigen, unnachgiebigen, nicht flexiblen Mann gemacht. Weil es ist genau das, was dich in deiner Komfortzone behält. Das ist genau das, was dir die Erlaubnis gibt, nicht zu wachsen. Und zwar herauszuwachsen aus allen Konventionen, aus allen Beschränkungen, aus allen Vorstellungen, die dich zurückhalten, das zu tun und vor allem die Frau zu sein, die du wirklich, wirklich sein möchtest. Wer von uns möchte ein Hausmütterchen sein? Wer von uns möchte
ein Arbeitssklave sein. Ich sage es jetzt einfach mal ganz heftig und deutlich. Wer von uns möchte ein Mensch sein, der seine Träume und Wünsche nicht verwirklichen kann? Wer von uns möchte wirklich gerne so eingeschränkt sein? Und diese Einschränkung zeigt sich meistens entweder in den Finanzen oder in der Zeit. Das sind schöne Symbole für Einschränkung. Und wenn Finanzen und die Zeit nicht ausreichen, um dich einzuschränken, dann suchst du dir ein neues Symbol. Zum Beispiel deinen Mann, deinen Partner. Der braucht dich ja. Du musst so viel für ihn tun. Er kommt alleine nicht zurecht. Womöglich ist er krank, womöglich ist er pflegebedürftig. Ja, all diese Sachen, die kreierst du allein mit deiner Vorstellung, allein mit deinen Annahmen, weil du davon ausgehst. Aber es gab einen Moment, da warst du frei von dem Mann, von dem Partner, von all diesen Einschränkungen, von der Familie und von den Kindern. Geh zu diesem Moment zurück, wo du eigentlich frei warst und erinnere dich daran, wie frei du dir erlaubt hast zu leben, obwohl du frei warst von all den Verpflichtungen, die mit den Jahren aufgekommen sind, obwohl du frei warst in deinen Entscheidungen, obwohl du frei wie ein Vögelchen warst. Warst du jemals frei? Oder bist du schon in Teenagerjahren in eine Ausbildung gegangen und hast deine Freiheit sacrificed? Und konntest niemals das tun, was du wirklich getan tun wolltest. Haben dir deine Eltern nicht mal drüber erlaubt, drüber nachzudenken, was du gerne machen möchtest? Bist du vielleicht auch so aufgewachsen in ganz klaren Vorstellungen, wie deine Zukunft aussehen muss? In ganz klaren Vorstellungen, dass du einen Job lernst, dass du dann eine Familie gründest und dass du dann heiratest und dass es dann genauso auszusehen hat, wie es bei den meisten aussieht? Und dass es dann genauso enden soll, wie es bei den meisten endet. In Drama, in Unglück, in Hass zwischen Menschen, die sich irgendwann mal geliebt haben. Und ich sehe es so viel. Und ich weiß, es muss nicht so sein. Und ich weiß, dass auch du, Frau, alleine das komplett ändern kannst. Weil du bist der Schöpfer deines Universums. Und ich weiß, vielen geht es nicht in den Kopf. Vielen geht es nicht in den Kopf. Aber wie kann es sein, dass zum Beispiel dein Mann und dein Partner von dir auf eine Art und Weise gesehen und betrachtet wird und eingestuft wird und du erzählst es noch deinen Freundinnen, er ist so und so und er macht immer so und so und er macht immer so viel Sport und er hat nie so viel Zeit und er ist immer die ganze Zeit bei der Arbeit und so weiter und so fort. Du erzählst es, du machst es, du willst es sehen, du willst es. Und warum willst du es? Hast du schon mal herausgefunden, warum du das willst, dass dein Partner so beschäftigt ist? Warum willst du, dass dein Mann sich so um alle anderen Dinge kümmert und mit dir keine Beziehung lebt? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Weil du dich wertlos fühlst. Weil du dich wertlos fühlst. Weil du glaubst, alles andere ist wichtiger als du. Er zeigt es dir. Er verbringt seine Freizeit vielleicht lieber mit Freunden als mit dir. Weil du wertlos bist. Wer möchte denn schon mit jemandem, der wertlos ist, zusammen sein? Weißt du, wann du angefangen hast, wertlos zu sein? Weil am Anfang, wo du zusammengekommen bist in der Beziehung, warst du nicht wertlos. Aber dann hast du dir etwas kreiert, was dir immer wieder gezeigt hat, wie wertlos du bist und wie nicht gut genug. Wie du nicht genügst. Wie du fehlerhaft bist. Wie andere besser sind. Du hast deine ganze Aufmerksamkeit darauf gelegt, was nicht gut genug ist in deinem Leben, was nicht für dich ist, was dich nicht unterstützt. Und so aufmerksam warst du für all diese Sachen, um die zu suchen. Das ist ein energetischer Prozess. Da weißt du gar nicht, dass du es machst. Du gehst nur mit diesen Augen durch die Welt. Und du versuchst, Gründe, Situationen, Sätze sogar, Konversationen zu finden, die dir sagen, ich bin nicht gut genug. Und dann hast du ja recht. Und dann zeigt dir das Leben, wie nicht gut genug du bist. Und dann gehst du durchs Leben und immer wieder
kommen dir Situationen vor, wo du meinst, weißt, du bist abgelehnt, du wirst zurückgesetzt, du bist nicht Number One. Warum ist das so? Nicht, weil im Außen jemand das so gewählt hat, sondern weil du dich irgendwann mal so definiert hast. Irgendwann mal mit der Zeit hat sich das verfestigt. Und je mehr du im Außen geschaut hast und gesucht hast, irgendwo einen Grund zu finden, wo du gut genug bist, desto mehr hast du Gründe gefunden, wo es halt doch noch nicht stimmt, wo du es halt doch noch besser machen solltest. Leute, das ist ein riesengroßes Unheil, was in den Köpfen der Menschheit kultiviert wird, weitergegeben von Generation zu Generation. Und alle meinen, sie haben recht, weil sie immer wieder sagen, ja, schau mal, bei mir ist es auch so und bei meiner Freundin ist es auch so. Und wenn ich irgendwas machen will und meinem Mann gefällt es nicht. Ja, weil du nicht davon überzeugt bist, dass es dir entspricht, dass du gut genug bist, das zu tun, weil du deine eigenen Zweifel hast. Und dann siehst du wieder andere Frauen, die machen das, was sie machen wollen. Und ihre Männer unterstützen sie und sind stolz auf sie. Und du denkst dir, wieso? Die haben so einen tollen Mann. Wieso habe ich nicht so einen tollen Mann? Weil sie sich zu so einer tollen Frau gemacht haben und daraus ein so toller Mann entstanden ist, weil sie von nichts anderes ausgehen, weil sie nicht davon ausgehen, dass ihr Mann etwas dagegen haben könnte, was sie machen wollen und was sie vorhaben und wie sie ihr Leben leben wollen, weil sie davon ausgehen, dass ihr Mann sie unterstützt. Und dann irgendwann mal reicht's der Frau, sie sieht keinen Ausweg mehr und sie muss sich trennen. Und dann ist sie die getrennte Frau, die trotzdem nicht gut genug ist, die trotzdem nicht von sich selber überzeugt ist, die sich trotzdem nicht erlaubt, zu scheinen und großartig zu sein. Und dann meistens sucht sie sich irgendeinen anderen Partner, der genau auf dem gleichen Level ist und es gibt meistens wieder genau das gleiche Desaster, weil die gut genuge Frau ist scheißegal, in welcher Beziehung sie ist. Es ist scheißegal, ob die nicht gut genuge Frau versucht, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Es ist scheißegal, ob sie versucht, eine Liebesbeziehung aufzubauen. Im Kern bleibt sie die Frau, die nicht gut genug ist. Und der Frau, die nicht gut genug ist, entspricht ein Leben, das nicht gut genug ist. Entspricht ein Bankkonto, das nicht gut genug ist, das nicht voll genug ist. Entspricht ein Zeitmanagement, das nicht gut genug ist. Leute, wir haben es alle selber in der Hand. Nur wir müssen kapieren, wie wir uns genau in solche Situationen, in ein solches Leben rein manifestiert haben. Und wenn wir das verstanden haben, wie wir uns da rein manifestiert waren, als welche Person und als welche Persönlichkeit wir aufgestanden sind, jeden Morgen, wie wir durchs Leben gelaufen sind, wie wir die Dinge wahrgenommen haben, dann erkennen wir, dass es genau so entstanden ist, weil wir es so intendiert haben. Es war unsere Intention. Wir sind davon ausgegangen, dass es so ist. Und wenn wir anfangen, die Frau zu werden, die wir in Wahrheit sind, uns erlauben, großartig zu sein, erwünscht, geliebt und unterstützt, und zwar in allen Lebenslagen, in allen Situationen, nicht weil uns das Außen es zeigt, sondern weil das ist, was wir sind. Das ist unser Divine Design. Wenn wir endlich aufhören würden, zu suchen, warum wir falsch sind, um einen Beweis zu finden, dass wir vielleicht doch nicht so verkehrt sind, weil wir Human Design Charts und Astrologie und Tarotkarten dahernehmen, um begreifen zu wollen, warum wir so schlecht sind, kann ich euch nur eins sagen: Schmeißt die Scheiße weg und wisst, dass ihr gut seid und es immer schon war. Wart. Und die ganzen Argumente, von denen du nicht mal weißt, die in dir aktiv sind, die dir immer wieder sagen, ich bin nicht gut genug und deswegen und da müsste ich besser sein, da müsste ich schneller sein, da müsste ich weiter sein, da müsste ich liebevoller sein, da müsste ich klarer sein, da müsste ich so und so mehr sein. Warum bin ich das nicht? Ah, Genki so und so XY. Ich bin ein generierender Manifestor. Oh, klaro, deswegen bin ich so. Nein, deswegen bist du nicht so. Du bist so, weil du Dinge glaubst und weil du von Dingen überzeugt bist,
die dir immer wieder diesen Rückschluss liefern, dass du nicht gut genug bist, dass du besser sein musst, dass du nicht unterstützt bist, weil du nicht gut genug bist, dass die Leute keine Zeit für dich haben, weil du nicht wichtig bist, weil du keinen Wert hast. Das hat nichts mit dem Tag zu tun, an dem du geboren bist, noch viel weniger mit der Stunde, sondern mit der Gesellschaft, mit dem Umfeld, in das wir reingeboren worden sind. Und das ist von Generationen zu Generationen weitergegeben worden. Der Mensch kommt als fehlerhaftes Wesen auf die Welt. Punkt. So sehen die meisten Menschen ihre Babys. Nicht, sie sind falsch. Das schreit zu viel. Womöglich hat's das, womöglich hat's das. Dann bei uns in der Schweiz, dann in Grundschule, dann wären denn die Kinder abgeklärt, um abzuklären, wo endlich dieser Fehler bei meinem Kind ist. Und dann glaubst du, dass so ein Kind aufwächst und meint, es ist gut genug, es ist in Ordnung, es ist perfekt, sich wohl mit sich selber fühlt und ein anständiges Selbstwertgefühl hat. Glaubst du das? Nein. Wir machen das alle mit unseren Vorstellungen vom Mensch, der nicht in Ordnung ist, vom Mensch, der per se nicht in Ordnung ist. Und wir versuchen, diesen Menschen in Ordnung zu bringen. Auf Teufel komm raus. Aber wenn wir endlich mal begreifen würden, dass jeder Mensch absolut 100% in Ordnung ist und dass das, was er glaubt, nicht in Ordnung ist, dass es eine Scheiße ist, die ihm übergestülpt worden ist, von Geburt an, vom ersten Moment, wo das Kind untersucht wird und geguckt wird, ist es denn in Ordnung, da ist vielleicht irgendwas falsch. Bitte überlegt euch das. Schaut raus, wo in dieser Gesellschaft permanent davon ausgegangen wird, dass Mensch nicht in Ordnung ist und dass Mensch besser werden muss. Und dann überlegt euch, wo das herkommt. Das sind Überzeugungen und Ansichten. Und die muss keiner befolgen. Die Überzeugung, die mir übergestülpt worden ist, diese Identität, die mir von meiner Familie gegeben worden ist, die kann ich ablegen, jeden Moment, ohne Zweifel, ohne dass mir etwas verloren geht, wenn ich weiß, dass mein wahrhaftiges Design divin ist, göttlich. Und göttlich heißt so viel wie fehlerhaft, Perfektion. Wie viele Menschen laufen durch die Welt und sagen, es gibt keine Perfektion. Ich kann nie perfekt sein. Man kann immer besser sein. Wer sagt, was Perfektion ist? Wer macht das Level? Wer setzt das Level? Jemand, der davon ausgeht, dass es niemals gut genug sein kann. Aber ich bin jemand, der gelernt hat, dass wir perfekt sind. Immer. Und das Einzige, was nicht gut ist, ist die Scheiße, die wir da oben denken. Das ist die Ansichten, die wir haben übereinander und über uns selbst. Und das muss aufhören. Und dafür müssen wir uns bewusst sein, was ist Human Design, was ist menschengemachtes Design von unserer Gesellschaft, von unserem Leben, von unseren Regeln. Eingeschränkt, menschengemacht. Aber wir sind nicht vom Mensch gemacht. Wir sind aus einer göttlichen, perfekten Idee entstanden. Das ist das, was wir in Wahrheit sind. Und wir kommen als Menschen hier auf die Erde, um herauszufinden, dass all diese Einschränkungen, die Unterdrückung, dieses ganze verdammte Leid, das wir immer spüren, diese Schmerzen, die sich in unserem Körper manifestieren, nur daherkommen, weil wir Scheiße denken. Weil wir Scheiße gelernt haben. Weil wir limitiert denken. Weil wir li beschränkt denken. Aber es ist keine Beschränkung hier im Divine Design, im göttlichen Design, im Quantenraum, nenn es wie du es möchtest, im spirituellen Raum. Aber alle, die irgendwo spirituell denken, bringen ihre menschlichen Limitierungen da rein. Das braucht es doch nicht. Wozu wollt ihr das machen? Das ist nicht nötig. Du kannst nur umzu. Diese ganzen Bedingungen. Du bist nur höchst spirituell, wenn dann. Allah, ja, du machst Divine Design. Oh, wow. Göttlich. Du bist ja nicht göttlich. Ha, wenn du meine Göttlichkeit nicht sehen kannst, ich sehe sie, ich spüre sie, ich weiß es. Und wenn du meine Göttlichkeit nicht sehen kannst, dann weiß ich, dass du deine Göttlichkeit nicht sehen kannst. Aber was heißt göttlich? Ich meine, wir sind so verkorkst und verpfuscht. Es ist so simpel. Wir sind perfekt. Und zwar,
wenn wir das tun, was wir wollen, wenn wir das sind, was wir wirklich sind und uns nicht in irgendeine Schablone oder eine Gesellschaft einbauen lassen. Wenn wir wissen, ich bin gut genug. Anytime, ob du mich jetzt toll findest da, ob du sagst, wow, das ist eine super Frau oder nicht, das berührt mein Seinszustand nicht, weil ich weiß, dass du dann möglicherweise ein Denken hast, dass dir Göttlichkeit, Perfektion und unendliche Weite und Bedingungslosigkeit nicht erlaubt. Gut, ich glaube trotzdem dran, weil ich es gelernt habe, weil ich mich geheilt habe, weil ich meine Beziehungen geheilt habe, weil ich meine ganze Welt geheilt habe, weil ich meinen ganzen Output geheilt habe, weil ich meinen ganzen Schmerz geheilt habe, weil ich meine ganze Beschränktheit geheilt habe. Und weil ich es vielen Leuten beigebracht habe, die das selber getan haben. Und ich werde nicht aufhören, darüber zu reden. Aber wenn ihr in eurer beschränkten Welt leiden wollt, dann ist es eine eigene Entscheidung. Ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt in euer Divine Design reinspringen und daraus leben. Ihr könnt euren ganzen menschlichen Human Design Ballast ablegen. Aber stattdessen sind hier viele unterwegs und versuchen endlich ihr Human Design zu verstehen, damit sie einmal aus einem Buch, aus einem Konstrukt hören, dass sie gut genug sind. Wir sind bedingungslos gut genug. Leute, bitte überlegt euch, was ich sage. Es ist so wichtig, wenn ihr die Welt verändern wollt, wenn ihr diesen ganzen Scheiß nicht mehr haben wollt, den ihr jeden Tag da draußen seht, verändert euch im Innern. Und seht die anderen Menschen, all das, was ihr kreiert habt, aus höchster Perfektion, aus göttlicher Sicht, aus Bedingungslosigkeit. Das ist, was übrigens bedingungslose Liebe ist. Es ist nicht, dass dein Mensch bedingungslos irgendeinen anderen Mensch liebt, der Scheiße baut. Nein, es ist, dass dein Mensch sich erhebt in seinem Divine Design, dort erkennt, dass dieses Divine Design überall herrscht, in jedem anderen Menschen, in jedem anderen Tier und es dort sehen kann und es dort fühlen kann. Das ist bedingungslose Liebe. Aber sicher nicht das, was wir uns Menschen immer wieder versuchen zu vergewaltigen, Dinge zu lieben, die wir nicht lieben können, weil sie nicht liebevoll sind. That's it. I'm finished. Leute, ich habe so viel zu sagen. Ich habe euch so viel aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen veränderten Realität zu erzählen. Es ist für jeden möglich. Du musst nur aufhören, das Alte immer wieder mitschleppen zu wollen. Sei offen für eine ganz neue Ansicht über dich, über die Möglichkeiten, die das Leben bietet und die du durch dich in deinem Inneren generieren kannst. Es ist fantastisch und du musst keine Bedingung erfüllen. Du musst einfach nur Ja sagen zu deinem Divine Design, du musst es kennenlernen und du musst dort leben. Also in meiner Gruppe Divine Design Live bei Patricia Denner kriegst du mehr Impuls, genauso viel auf meinem YouTube-Kanal, ganz, ganz viele Teachings, ganz, ganz viel Klarheit für dich. Das ist alles gratis, wenn du schnell und tiefgehende Begleitung möchtest, gibt es das auch. Ich habe verschiedenste Möglichkeiten. Jetzt gehen wir auf eine Cruise im Roten Meer auf einem Luxusschiff für eine Woche. Da passiert so viel und es gibt noch paar wenige Plätze. Es gibt das Ultramind, das ist ein 6-monatiges Mastermind für die Leute, Frauen, die all in sind. Und dann gibt es für Männer, gibt es 1:1. Also ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Hört es euch nochmal an. Lasst euch meine Worte auf der Zunge zergehen. Es ist wichtig. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss.